Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück aus dem Ahorn Wildtierpark. Ihr habt mir Tipps gegeben für Planet Zoo. Ich habe anscheinend im Baumenü, jetzt pass mal auf, habt ihr gesagt, wenn ich ganz nach rechts durchgehe, brauche ich die Sachen nicht mehr drehen. Jetzt pass mal auf. Klicken wir mal kurz hier drauf. Tun wir kurz an, was ihr damit gemeint habt, weil ich der Meinung bin. Genau, hier kann ich schon mal gar nicht bewegen. Damit geht schon mal los. Ich muss den Kommentar nochmal anschauen. Aber ich finde, wir machen uns bisher nicht schlecht. Und ich muss sagen, es ist schon ein großer Unterschied, wenn man es davor am PC gespielt hat und dann zum ersten Mal hier auf der Konsole spielt. Auch wenn wir bei Folge 23 sind, wir lernen immer noch. Wir lernen immer noch. Meine Spielzeit ist nicht bei 500.000 Stunden bisher. Genau, heute setzen wir den Wolf ein. Wir müssen danach noch das Gehege für den Wolf bearbeiten. Und mir ist eigentlich immer noch ein bisschen ein Dorn im Auge, dass manche Sachen oder dass das Gehege größer ist als die Mauern des Geheges größer sind als drüben beim Bison. Andererseits finde ich es aber auch gut. Ja. Also lass mal den mal kurz dahinter laufen. So. Nächster Bison da. Tiere. Kümmern wir uns darum. Tieraufbewahrung. Da müssen wir nämlich schauen. Da kommt noch ein Bison. Ah, das war der Tierarzt, der den Bison gebracht hat. Das ist gut. Weg. Was wir noch machen müssen beim Wolf ist, die Lautsprecher und so einstellen. Haben wir noch nicht gemacht. Genauso wie wir, was wir auch noch nicht gemacht haben. Sicherheitskameras. Man lacht zwar ein bisschen drüber, aber eigentlich sind sie schon extrem wichtig. Ach, krass. Es gibt zu viel mittlerweile. Das ist schon verrückt. Es ist schon echt verrückt. So. Genau, hier gemeint, im dritten Menü kann ich es ganz einfach machen und ganz einfach anpassen. Ja, nee. Nicht hier. Das erweiterte Drehen ist dann nur so, wie du es drehen willst. Aber wenn es am Boden steht, kann ich ja nicht einfach sagen, ich will es jetzt so drehen und so drehen. Ich möchte es genau drehen. Und deswegen mache ich es mit Viereck und drehen. Damit es halt passt. Weil jetzt kann ich es hier zum Beispiel nicht verschieben, wenn ich es hier immer noch verschieben kann und drehen kann. Ist ein bisschen einfacher, als wenn ich es übers erweiterte Drehen mache. But well. Genau, da stellen wir auf jeden Fall den mal hin. Da kommt sowieso noch ein Baum hin, weil nur das Ding gefällt mir eh nicht. Bäume müssen wir eh noch anpassen, um Himmels Willen. Wir müssen auch noch die Lautsprecher machen, die wir aktuell auch noch nicht haben. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns als erstes mal darum. Wir haben die anderen sowieso schon gemacht. Pass auf. Können wir so Aussichtspunkt machen?
das hier. Und da kommt auch noch ein Aussichtspunkt hin. So. Genau, dann haben wir... So, wir haben die Lautsprecher hier. Tiergesprächspunkt. Den möchte ich... Wir haben den anderen da vorne am Ding gemacht, gell? Hier bei den Bänken. Den fand ich eigentlich ganz cool. Und ich bin der Meinung, dass wir den anderen hier machen sollten, in der Rundung praktisch. Deswegen wollte ich den anderen Tiergesprächspunkt eigentlich hier vorne hinsetzen. Aber da schaut es jetzt ein bisschen zugeknallt aus, ne? Aber hier geht's. Gesprächsmonat. Oh, November. Fröhlicher großer Hund. So, Bildungsinhalt müssen wir noch reintun. Tiergesprächspunkt, wie haben wir den genannt? Einfach nur Tiergesprächspunkt 1, oder? Ja. Und wann bist du? Im April, den anderen haben wir jetzt im November. Ich finde eigentlich nicht, dass der Donaukammmolch einen Tiergesprächspunkt braucht. Sehe ich jetzt mal weniger gerade. Jerek. Oh, das ist ein richtig schönes Bild. Halleluja. Da muss ich danach so bearbeiten. Heftig schönes Bild. Unser Timberwolf. So, der braucht einen stabilen Rückzugsort. Der braucht Gelände. Gelände passt ihm nicht. Gras kurz ist zu viel. Gras lang. Mehr Erde, mehr Fels. Oder auch mehr Schnee. Das kriegen wir hin. Wir müssen... Das würde dir passen von den Pflanzen her. Wie langweilig bist du denn unterwegs? Was ich da unbedingt machen möchte, sind Wanderwege. Also sprich, ich möchte hier zum Beispiel, machen wir hier mal 2 Meter, dass der Wolf hier praktisch so einen Wanderweg hat. Reinziehen so.
Wir haben das ja beim Tier schon mal gemacht, dass wir dem so einen Wanderweg gegeben haben. Genau. Hier fällt's rau an der Kante noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob der Schnee liegen bleibt, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Muss man die Klima anschalten dafür. Kostet einen Haufen Geld. Genau, hier ist schon weg. So. Graslang ist immer noch zu viel. Das ist zu viel Gras. Willst du mich verarschen? Ein bisschen Ding, Gras brauchst du vielleicht schon noch. Kann ich sowieso schon kein Wasser reinbauen, was mich schon nervt. Das Grasfeld würde ich ganz gerne so behalten, wie es ist. Warte mal, wir können. Natürlich hier zum Felsen umarbeiten. Ist immer noch zu viel Gras kurz. Wahnsinn. Ach, Hunde, ihr seid schon verrückt.
die vielleicht kurz ein bisschen größer machen. Dass wir da vielleicht ein bisschen mehr einfärben können. Graslang ist immer noch zu viel. Das ist nur diese eine Wiese, mehr oder weniger. Also ein bisschen Gras lang muss ich da schon noch drin lassen, weil sonst wird es furchtbar langweilig, Freunde. Furchtbar langweilig. Stabiler Rückzugsort. So, jetzt wird es natürlich interessant. Da ist nämlich immer noch das amerikanische Bison drin. Und den brauchen wir natürlich jetzt nicht. Wir brauchen das Timberwolf. So, und da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, weil wir haben hier eine Stelle, wo das natürlich in meinen Augen super hinpasst. Genau, wir haben hier eine Klimaanlage, wo wir für ein bisschen Schnee sorgen können, finde ich. In dieser Ecke. Genau, so. Das bedeutet natürlich jetzt, nachdem wir das haben, Spielzeug haben wir noch gar nichts. Wir brauchen einen Schlafplatz. Und den Schlafplatz müssen wir aber ein bisschen gestalten. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten mal was austesten. So kann er hier oben immer noch sich hinsetzen. Oh, das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Genau, was ich jetzt machen möchte, ich wollte eigentlich so eine Art Höhle gestalten, wo man aber oben drauf gehen kann. Es ist natürlich die Frage, ob wir das hinkriegen, so wie ich es mir vorstelle. Das, was wir jetzt brauchen, bei deiner Hilfe, Freundchen.
Hund sagt ja. Die möchte ich dann dahin haben. Festliche Fichte so lustig. Das ist so richtig Planet Zoo, wie es im Buche steht. Das ist so richtig Planet Zoo, wie es im Buche steht. Kanadischer Hartriegel. Ja, nein. Theoretisch schön, aber nein. Nee, vertrocknet das will ich auch nicht. So, nachdem wir jetzt hier Biom, Taiga, Tundra. Ich wollte gerade sagen, normal müssten die Steine da unten jetzt weiß werden.
natürlich dumm, dass ich das jetzt genau mache, während ich es dann eigentlich so überhaupt nicht brauche. So, wenn ich da gerade versuche, dass ich so, so ein bisschen steinmäßig was zusammenbaue. Alles schaut halt einfach unrealistisch aus. Das schaut aus wie ein weißer Felsen. Wobei jetzt auch sagen muss, dass selbst die Steine nicht unbedingt unrealistisch ausschauen. Ja, das ist was, was ich unbedingt machen wollte eigentlich. Dass man hier ein bisschen so eine Steinwand hat, mehr oder weniger.
Erst in die Richtung. Dann in die Richtung. Ist auch nicht, dass es da hinten durchschaut, mehr oder weniger. Wobei, so schaut es eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, nee, gefällt mir eigentlich gut so. Ist zwar nicht perfekt, so wie ich es mir jetzt ultra vorstellen würde, aber ich finde es eigentlich immer noch ganz passend. Oh Gott. Das war das Falsche. Jawohl, das ist das Richtige. Wieder zurück ein bisschen. Genau. Finde ich das eigentlich ganz passend. Da hinten hast du so eine Steinecke und hast hinten eine Holzwand. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob der irgendwann bis da hinten noch mal offen wird. Deswegen lassen wir jetzt einfach nur mal diese Steinecke da oben so, wie sie ist. So.